Und ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich habe ja lang schon wieder kein Gesprächsvideo gemacht und dachte mir, ja, ich könnte heute mal so ein Update und so ein Gefühlsupdate geben, denn es ist ja mittlerweile schon Februar und ich glaube, mein letztes Video, wo ich etwas wirklich selbst spreche, ist bestimmt im Dezember gewesen oder so. Aber naja, gut, ich will nicht viel drum herum reden, sondern einfach anfangen. Kommen wir einfach erstmal zu so einem Update. Also ich bin gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche auch allen noch ein frohes neues Jahr, auch wenn das jetzt schon 2 Monate her ist und ich kann es einfach nicht fassen. Die Zeit verfliegt schon wieder so schnell. Ich habe das Gefühl, Silvester war erst gestern. Aber naja, wie ihr es vielleicht mitgekriegt habt, war ich über Silvester gar nicht hier bei meiner Gastfamilie, sondern ich war mit meiner indischen Gastschwester halt in einem anderen Chapter, in einer anderen Stadt und haben da halt eine indische Hochzeit gehabt und da haben wir auch ein bisschen gefeiert. Auf jeden Fall ging es ja dann im Januar auch für mich wieder mit der Schule weiter, denn wir hatten ja, das ist ja in Malaysia anders, das neue Schuljahr beginnt ja im Januar und das heißt, das neue Schuljahr hat im Januar begonnen und ich musste wieder zur Schule. Ja, sad. Sad life. Ja, also es ist genauso langweilig wie vorher, wenn nicht sogar noch langweiliger, weil ich einfach überhaupt keinen blassen Schimmer mehr habe, was ich machen soll. Das Einzige, was ich in der Schule tue, ist Tagebuch schreiben, schlafen und vielleicht noch ein bisschen was für meine deutsche Schule, weil ich da auch wieder reinkommen muss. Aber naja, so ansonsten beim Unterricht kann ich nicht wirklich teilnehmen, außer ich mache in Englisch ein bisschen mit, in Chemie und in Physik, aber auch nur so ein bisschen. Auf jeden Fall hieß es auch dann halt, konnten wir uns in Clubs einwählen oder mussten uns in Clubs einwählen, in 3 verschiedene. Auf jeden Fall ist es einmal Sport, Sports, das andere ist irgendwas Gemeinnütziges. Ich bin mir nicht so sicher, weil ich da noch nie war. Und dann gibt es da noch so eine andere Sache, die nennt sich Bear Uniform. Das meint, dass man halt so Uniformen dafür hat und naja, auf jeden Fall Sports mache ich Hockey. In Uniform I make Scouts. Also halt einfach nur, wir machen nicht wirklich was, weil wir nicht die wirklichen Scouts sind, aber es ist halt, man macht in keinem Club richtig irgendwas. Und dann gibt es noch irgendwie, das andere heißt KPJ. Das ist irgendwas Malaysisches und ich habe keinen blassen Schimmer, was man darin macht, weil ich auch noch nie bei einem Treffen war. Das vergessen wir mal. Auf jeden Fall habe ich dann mir noch einen Nametag geordert, der leider immer noch nicht da ist, obwohl ich das schon am Anfang Januars gemacht habe, also Anfang der Schulwoche. Aber na gut, wir hoffen, dass das noch irgendwann ankommt, da es ja nicht nur meiner war, der noch nicht da ist. Auf jeden Fall war dann im Januar dann auch noch, und zwar in der vorletzten Woche, kam meine Mutter hierher nach Malaysia und hat mich besucht und da habe ich die ganze Woche halt mit ihr zusammen verbracht im Hotel und habe ihr Kuala Lumpur gezeigt und halt schöne Ecken von hier. Wir haben uns mit meiner Gastfamilie getroffen, das heißt meine Mutter hat meine Gastfamilie getroffen und die mögen sich gegenseitig, glaube ich, sehr gerne und meine Mutter hat gesagt im Endeffekt, dass sie jetzt halt froh ist, meine Gastfamilie zu kennen und zu wissen, bei wem ich halt mein ganzes Jahr verbringe. Und auf jeden Fall war es eine wunderschöne Zeit und wir waren auch bei den Batu Caves. Davon ist ein Video schon hochgeladen, wenn ihr wollt. Ich verlinke es euch einfach unten in der Infobox. Und ja, es war auf jeden Fall eine richtig schöne Woche und ich fand es richtig schade, als ich wieder gehen musste. Und ehrlich gesagt ist mir das sogar ein bisschen schwerer gefallen, als dass ich hier nach Malaysia gekommen bin. Ja, mein Deutsch. Fucked up. Naja, auf jeden Fall musste ich halt auch ein paar Tränchen fließen lassen. Ach, Deutsch. Aber im Endeffekt habe ich es gut verwunden, weil meine Mutti und ich, wir hatten ja auch viel Kontakt. Und es war einfach wirklich schön, sie mal wieder zu sehen. Und ja, am Ende des Januars gab es dann noch
Chinese New Year. Da bin ich mit meiner LP, Svilin, und ihrer Familie, die sind chinesisch, nach Penang Island gefahren. Das ist eine Insel, circa 4 Stunden von hier entfernt, in Richtung Thailand. Und auf jeden Fall eine wunderschöne Insel und ich wollte gar nicht mehr weg. Aber Chinese New Year heißt Essen, Essen und noch mehr Essen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gegessen. Was man nicht eh schon in Malaysia macht, aber das übertreibt dich. Das übertrifft echt alles, ne? Die machen dir große Fressmeilen und du gehst wirklich den ganzen Tag nur essen. Und ich dachte so, ich bin so voll, ich kann nicht mehr. Aber wie das so ist, waren ja auch einige Sachen, die ich noch nicht probiert hatte. Also viel gegessen. Auf jeden Fall war Chinese New Year richtig, richtig schön und richtig, 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 richtig interessant. Und ich war auch in so einem Tempel, das könnt ihr auch in einem Video sehen, kann ich euch auch unten verlinken, in der Infobox. Und auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und ja, dann war es schon Februar, als ich zurückkam. Da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Mein Gastbruder wollte was von mir. Also, Neuanfang. Ich meinte, mein Gastbruder wollte mir einfach nur mitteilen, dass er aus dem Haus geht und dass ich jetzt alleine bin. Leute, ich bin das erste Mal seit über 6,5 Monate allein in meinem Haus. Aber wahrscheinlich eh nur für so 10 Minuten, weil meine Geschwister dann bestimmt von der Schule kommen. Ja, das heißt, ich war heute auch nicht in der Schule. Ich habe nämlich heute verpennt. Aber das ist eigentlich gar nicht die Sache, die ich überhaupt erzählen wollte. Auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben, weil es war dann schon Februar. Ja, und der Februar ging auch mit einigen Problemen herein, wo meine Organisation und ich und eine Freundin nicht ganz unschuldig sind. Okay, keine Freundin, aber naja, auf jeden Fall ist halt was vorgefallen gewesen, aber jetzt nicht so dramatisch. Auf jeden Fall, ja, war dann im Endeffekt am 9., ja, am 9. Februar war Thaipusam. Und das ist ein indisches Fest. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, habe ich heute hochgeladen. Ich verlinke es euch auch unten in der Infobox. Und ja, an sich ist das eigentlich ein Fest, wo die indischen Leute halt so eine Art Opfergabe haben und haben so ein Kessel, so einen Metallkessel oder so eine Schüssel, die sie halt auf dem Kopf tragen. Und da ist halt Milch drin als Opfergabe für einen Gott. Und die müssen dann halt diese ganzen Treppen, Batu Caves, hochlaufen. Und das ist nicht gerade nicht anstrengend, weil da ja auch wirklich alle hinwollen. Das heißt, es war auch ziemlich, Entschuldigung, ziemlich voll. Aber das könnt ihr alles in meinem Video sehen. Ja, ansonsten habe ich mir diesen Monat noch eine Polaroid-Kamera geholt. Okay, warte. Wartet, wartet. Und zwar diese hier. Und ja, in Rot. Und ich bin richtig stolz drauf, weil ich das erste Mal in meinem Leben eine Polaroid-Kamera habe. Und ja, ansonsten war nicht viel Neues im Februar. Also es ist ja noch Mitte Februar, es ist erst der 17. Aber morgen hat meine Gastmutter Geburtstag. Und ja, das war eigentlich so viel zu meinem Update. Kommen wir doch mal zu meinen Gefühlen, zu meinem Gefühlsupdate, was ich eigentlich schon seit einem Monat plane, ich aber immer noch nicht geschafft habe zu machen. Aber ja, also erstmal muss ich sagen, es sind nur noch knapp 4 Monate. Wir gehen schon auf die 3 Monate zu, also auf die drei, ihr wisst halt von runterzählen, 3 Monate. Also in ein paar Tagen sind es genau 4 Monate, die ich noch hier bin. Und das macht mich schon auf der einen Seite ziemlich, ziemlich traurig, weil 4 Monate gehen verdammt schnell rum. Und wenn ich das richtig ausgerechnet habe, habe ich auch noch davon 2 Monate Schule. Denn nach unserem End-of-Stay-Camp vom 18. bis 21. Mai, haben wir halt auch definitiv wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, keine Schule mehr, weil sie uns das so gesagt haben Ende Mai. Aber davor fallen halt schon Exams an in meiner Klasse auf jeden Fall. Und das heißt, die fangen schon am 4. Mai an. Das heißt, ich bin nur noch bis
die erste Woche bis zum Mittwoch in der Schule im Mai, weil ich brauche die Exams nicht taken, aus dem Grund, da ich keine Results mehr bekommen würde. Und das macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich meine Freunde wahrscheinlich sehr vermissen werde, aber ich hoffe, wir verlieren den Kontakt nicht in der Zeit, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir schreiben, können wir uns bestimmt auch mal treffen und so, bevor ich dann gehe. Und auf der anderen Seite bin ich eigentlich auch ziemlich froh, meine Freunde wiederzusehen. Meine Mutti habe ich ja jetzt schon wieder gesehen, aber natürlich freue ich mich auch, sie wiederzusehen. Aber halt meine beste Freundin, meine Großeltern, unseren Hund, den ich schmerzlich vermisse. Und ja, ich habe halt einfach keine so richtige Ahnung, was ich davon halten soll. Wie gesagt, im Moment habe ich so ein lachendes Auge und so ein weinendes Auge. Einfach aus dem Grund, weil die Zeit so schnell vergeht. Und dann sind ja jetzt auch einige Sachen, wie gesagt, vorgefallen. Und ich hatte halt überlegt, nach Hause zu fahren. Ich will das, also ich hatte, das war kein, nicht irgendwie aus freiem Willen, dass ich irgendwie nach Hause wollte, sondern einfach, weil meine Organisation im Moment Mist anstellt. Nicht Deutschland, halt einfach hier in Malaysia, und ich mir das einfach nicht mehr gefallen lassen wollte, aber ich hoffe, dass sich das jetzt endlich geregelt hat und dass sie halt ihre Probleme irgendwie ein bisschen einsehen oder ihre Schuld. Und ich will jetzt nicht wirklich jemanden beschuldigen dafür, und eigentlich will ich dafür auch nicht viel erzählen, nur hatte ich halt diesen Tiefpunkt, wo ich dann halt gedacht habe, ja, jetzt muss ich wirklich, also jetzt gehe ich wirklich nach Hause und kann das ja nicht mehr beenden aufgrund Malaysias. Ja, wie meine Freundin da sagt, immer stay strong. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall mein Ausland sehr gerne zu Ende machen. Aber wie gesagt, ich will jetzt keinen wirklich beschuldigen, deswegen. Aber deswegen habe ich halt wirklich auch in so einem Tiefpunkt gesteckt, und im Moment habe ich dann halt so überlegt, wäre es nicht besser, nach Hause zu gehen? Du hattest schöne 6,5 Monate. Sorry, mein Computer geht immer aus. aber keine Ahnung. Es ist halt, ich kann froh sein, ich habe eine tolle Gastfamilie und einen tollen Freundeskreis. Und ja, Gott, ich höre mich so an wie so, ich will nach Hause. aber nein. Es war halt, wie gesagt, nur so ein Gedanke, und ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die diesen Gedanken schon mehrfach hatte, einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, einige Sachen auch nicht ganz so glatt laufen hier, aber naja, auf jeden Fall bin ich jetzt dabei, mich halt so darauf vorzubereiten, dass ich halt in 2,5 Monaten oder so oder 2 Monaten meine Schule einfach beende hier. Und dass es dann schon heißt, so, ja, langsam musst du dich vorbereiten auf deinen Rückflug, und ach ja, alles gar nicht so einfach. Und ich sag euch, ein Auslandsjahr geht verdammt schnell vorbei. Verdammt schnell. Ein Jahr ist, hört sich verdammt viel an, aber die Zeit, wenn man einfach eine schöne Zeit hat, natürlich, ich sage nicht, dass ein Auslandsjahr perfekt ist, und meins ist garantiert nicht perfekt. Und ich glaube, dass von niemandem wirklich das Jahr so perfekt ist, weil jeder irgendwie Probleme hat, weil jeder irgendwie mal Gefühle unten hat, oder also, wenn euch eure Organisation, wenn ihr gerade auf Organisationssuche seid und ihr dann vielleicht schon eure ersten Treffen habt, da es ja schon Februar ist, und sie euch erzählen, ein Auslandsjahr kann eine echte Achterbahnfahrt sein, dann lasst euch gesagt sein, es ist ein ständiges Hoch und Tief. Ein Ab und Auf. Wirklich eine Achterbahnfahrt. Und vor allen Dingen, mein Jahr ist ein Ab und Auf. Aber ich habe Probleme schon gut gemeistert, und ich glaube, für die restlichen 4 Monate werde ich auch noch gebacken kriegen. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh. Mein Fuß ist eingeschlafen. Okay, auf jeden Fall will ich das Video auch gar nicht so lang machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit, oder euch hat das Video gefallen. Und
Auf jeden Fall, wenn ihr gerne ein Video haben wollt, wo ich euch nochmal so Tipps gebe zur Organisationssuche, das hatte ich zwar schon mal erwähnt in einem Video irgendwann ganz am Anfang, aber nochmal so richtig ausführlich darauf eingehe und ein ganzes Video über halt Organisationssuche mache, über die Länderauswahl und sowas, wie sowas abläuft oder wie sowas bei meiner Organisation abgelaufen ist, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde dieses Video sehr gerne machen, weil ich weiß, damit könnte ich vielen Leuten viel helfen. Und ja, damit ist eigentlich mein Video hier beendet und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video und ich hoffe, es ist ein Video über Tipps, die euch helfen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis später. Ciao.